Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch im großen bösen Tempel der Bestie des Winters. Und nachdem wir hier in der letzten Aufnahmesession, in der letzten Folge, einem Imp seine Schneekugel weggenommen haben, habe ich hier so ein ungutes Gefühl, was die ganzen Konstrukte angeht. Ja, außerdem haben wir dem Imp ziemlich viel blechen müssen. Ich meine, wir haben fast kein Geld mehr. Ja. Zum Glück finden wir Zeug. Bodenkapuze und Bodenkleidung. Oh. Hier war wohl scheinbar noch jemand vor uns da. Der Raureif-Tempel. Da geht's wahrscheinlich in diese Mitteletage, in die ich mal reingucken sollte. Das heißt, gefährdet durch sein Gewicht die strukturelle Integrität der Tempelwände. Der Druck verursacht ein tiefes Stöhnen aus dem Stein heraus. Ja, Eis ist böse, wenn es um Stein geht. Kann sich durch den Stein durchfressen und ihn immer weiter auseinanderdrücken, bis er irgendwann zersplittert. Oder wie hier gerade die Mauern zerdrücken. Weil der Gletscher breitet sich ja immer weiter aus. Genau. Das war der Mittelpfad. Und hier ist Zeug. Tagebuch eines Glücksritters, eine Halskette. Ah, minus Frostschaden plus Brandschaden. Die nehmen wir mal mit für das Gebiet hier. Ist die vielleicht gar nicht mal so unnütz. Was steht in dem Tagebuch? Die letzten Seiten dieses Tagebuchs sind blutverschmiert. Bin auf dem Eis ausgerutscht und habe mir beide Beine gebrochen. Vielleicht beeinflusst das Weiße nichts meinen Verstand, aber ich bereue nichts. Ich habe eine Menge Schmerz, aber ich bereue nichts. Lerne einen Beruf, sagten sie. Öffne einen Laden, sagte sie. Investiere in einen Wagen, sagte sie. Pflanze Pastinaken, sagten sie. Was einem nur zeigt, dass es jenen, die lieber im Schlaf sterben wollen, an Fantasie mangelt. Wie sterben wir lieber laut schreien auf dem Gipfel dieser Welt, als wimmernd ganz unten? Möge das Schreien beginnen. Okay. Eine Implosionsladung, ein paar andere Bomben, ein Pelz, Muscheln. Stimmt eigentlich, das müsste ich auch mal gucken, was ich so an Pelzen und so habe, die ich verkaufen könnte. Also ja, ich habe Tiere, ich habe sogar ein Bärenjunges. Die scheinen allerdings nicht hier runterzufallen, also nicht unter Sonstiges. Zutaten sind es aber, glaube ich, auch keine. Und Questgegenstände dürften es auch keines sein. Schwarzholzstamm. Questgegenstand. Beim Graz Auge. Der Benutzer und dessen Verbündete werden vom Auge von Rümgrat bedeckt, was ihnen Schleier berührt, gewährt. Sie leiden bei Angriffen weniger Schaden, können bei Angriffen ohne das Schlüsselwort Schleier durchdringen keine kritischen Treffer erleiden. Legen wir es mal an, solange wir es haben. Also nein, hier ist es auch nicht der Gegenstand. Hier ist auch kein Pilz. Nahrungsmittel und Getränke sicher nicht. Hier sollte es eigentlich auch nicht sein bei Nutzgegenständen. Der muss hier also sein, der Pilz, den wir gerade eingesammelt haben. Schön, dass ich ihn nicht sehe. Ja, wir haben 7 Seiten voll mit Zeug. Zutaten. Da fällt er nicht runter.
Trollhaut fällt drunter, ist eine Zutat, aber nicht der Pelz. Außer ich bin gerade irgendwie blind. Da, Pelz. Ah, doch, Zutat. Warum sehe ich es dann hier nirgends? Gleich als erstes sehe ich es jetzt hier. Ach, da ist er. Okay, da habe ich ihn komplett übersehen gehabt. Gut, der Typ ist da ausgerutscht und hat sich die Beine gebrochen und ist wahrscheinlich erfroren oder verhungert. Happy to oblige. Die Jungs sind alle immer noch steif. My eyes are yours. Indeed. Hier ist eine Falle. Well. Ja, die Falle habe ich gerade entschärft, Edwin. Look. Oh, wieder Pilgerer mal wieder mit ihrem Bären. Careful. Ja! Zelebrantpilgerer, der sollte zuerst weg. Du löst dich mal auf. So, bist weg. Oh, da ist Papa Schneebär. Du stell dich mal tot. Du heil dich mal selber. So. Jetzt fehlt nur noch Papa Schneebär, der sieht ziemlich blutig aus. Ja, bei der müssen wir dringend mal gucken, dass wir entweder das Ding upgraden, wobei es ist schon auch hervorragend. Wir können es höchstens noch legendär machen, dafür bräuchten wir aber jede Menge Geld, damit wir die maximale Durchschlagskraft kriegen. Naja, versuch mal einen durchdringenden Schlag. Der sollte immer helfen. Oder auch nicht, weil er tot ist. So, wieder Pelze, außergewöhnliche Sachen, die wir nachher verkaufen können. Hervorragende Streitaxt. Na, die brauchst du eigentlich nicht. Aber behalt sie nochmal. Habe ich noch Gebrauchsgegenstände, was ich dir vielleicht geben könnte? Weil ich habe doch hier...
Wobei die Jadefigur habe ich Itwin gegeben. Habe ich was anderes hier vielleicht? Eine Heilungsschriftrolle wäre nicht verkehrt. Leuchtfeuerschriftrolle klingt auch nicht schlecht. Blitzschriftrolle. Hm? Kannst du zur Not ein bisschen zaubern. Ansonsten sehe ich keine Mehrweggegenstände. Alles ist ein Weg. Oh ja, Steinschriftrolle. Das ist immer gut. Hm? Aha. Umhang des größeren Schutzes. Vielleicht für Itwin eher erstmal. Das war auch ein okay, dann kriegst du doch den Umhang. Das war noch ein Bote, der hier gestorben ist. Eyes open. Schneebärenhöhle. Die Eiswand hier. Yes, happy to arrange. Curiouser and curious. So, Fallen aufdecken okay, mit Itwin. Fallen entschärfen mit Hagrim. Yes. Happy to oblige. Hm? 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 Yeah? Hm? Ich nehme mal an, die wären nachher nicht so froh yes. drüber, wenn ich den Sarg plündere. Oh, Bronzehorn. Silberlusken. Und hier sind wieder welche eingefroren. Krieg ich gleich wieder eine Cutscene bei den Eingefrorenen? Dicke Eisschichten bedecken und versiegeln diese Truhe. Den Behälter mit Gletscherbann öffnen. Die Truhe auf Schwachstellen untersuchen. Itwin? Itwin kniet auf dem Boden und untersucht den eingefrorenen Behälter sehr gründlich. Zwischen Deckel und Truhe siehst du eine kleine Lücke, gerade groß genug, um eine Brechstange oder die Finger eines Gestandenen. Weggehen? Was ist Gletscherbank gewesen? Hast du den zufällig? Minsk-Schicksal? Nein. Hm. Weil es mir jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Die Truhe mit Feuer öffnen. Ja, mach mal Zorn der fünf Sonnen. Deine Gesten und gesungenen Worten beschwört Palagina einen glühend heißen Flammenstrahl. Unter der Dampfwolke mit viel Zischen und Knallen schmilzt das Eis und gibt die Truhe darunter frei. Frosty. Hey, das ist ein Begleiter. Gibt Frostrüstungswert und... Er hält zusätzliche Frostrüstung und die Frostangriffe der Gruppe sind genauer. Aha. A question, Watcher? As you wish. How might I assist? So etwas mehr Geld für uns. Ja, das heißt, uns bleibt jetzt nur noch der Sarg hier. In der Gefahr, dass der Typ die Typen aufwachen. Winterzeit-Bollwerk. Ist ein großer Schild, ist ein seelengebundenes Schild.
Angriffsbindung, Schildabwehr, Waffenkunde in großen Schilden gewährt jetzt 25% Chance, Frostschaden zu verursachen, wenn man im, wenn man im Nahkampf verfehlt wird. Oh. Ja. Und ich dachte mir, dass die lebendig werden. Whoa, whoa, look. Hey, watch it with that. Du Beschwörer, was? Du